Hallo, ich bin der Jürgen Schilling. Ich sitze an dem Ort, wo ich seit 2008 Schmauen-Seminare gebe. Und alle fragen immer, ja, können wir den Ort mal sehen? Auf YouTube, in allen sozialen Medien kriege ich Briefe, können wir eigentlich mal den Ort sehen? Und jetzt präsentiere ich live von diesem Ort, Sauerbruchstraße 8, München Großhadern, im 13. Stockwerk. Also wo sich Himmel und Erde berühren, da sitze ich seit 2008 und gebe Schmauen-Coaching-Seminare für Menschen, die Probleme haben mit Übergewicht, mit Untergewicht, Diabetes 2, Morbus Crohn, Divertikel, alles kommt herauf. Und dann sind wir im kleinen Kreis und dann wird gecoacht, wird gegessen und getrunken, bis die Technik drauf ist. Also seit 2008 und schuld daran, dass ich überhaupt hier sitze, ist der Hausherr dieser Praxis. Das ist der Dr. Med Brandt, Gerhard Brandt, Arzt für Naturheilverfahren in München. Er ist im Grunde genommen der Mentor des Schmauens. Er hat zu mir 1990 gesagt, als ich zu ihm in die Praxis kam und habe gesagt, Herr Brandt, ich habe eine wahnsinnige Entdeckung gemacht. Ich kann essen und trinken, solange ich möchte, so oft, so spät, so süß. Ich werde immer schlanker und gesünder. Da hat er gesagt, schreiben Sie ein Buch drüber. Und dann ist dieses Buch 1999 entstanden oder herausgekommen. 1990, kau dich gesund. Und jetzt genau, also 20-jähriges Jubiläum, das heißt, wenn man den Film in 10 Jahren sieht, 30-jähriges Jubiläum, es wird immer bestehen bleiben. Ich habe mir immer gewünscht, dass es wie die 5 Tibeter immer erhalten bleibt, unverändert, die 7. Auflage, kau dich gesund. Und was ich gemeint habe, jetzt wollen wir es ein ganz klein wenig zurechtrücken, ist aber nicht das Kauen, nicht das herkömmliche, altbekannte, mühsame, zeitaufwendige, negativ besetzte Kauen, sondern ich habe gemeint, das Kauen hinter dem Kauen. Und das ist das genussvolle Schmauen. Und das habe ich entdeckt 1990 in meiner Küche, am 20. Juli 1990. Ich hatte 35 Kilo Übergewicht, immer Oberbauchbeschwerden, mein ganzes Leben lang Oberbauchbeschwerden, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, geraucht habe ich viel zu viel und den ganzen Tag gegessen, Fleisch, Wurst in mich reingestopft, reinrutschen lassen, ohne es zu spüren, ohne es zu schmecken. Und so weiter. Und ich wurde, und Diäten habe ich gemacht. Vor allen Dingen Diäten habe ich gemacht. Wir machen ja auch noch mehrere Filme jetzt. Wir machen dann auch noch einen Film über Diäten, über diese ganze, über diesen Terror der Diäten. Da möchte ich Sie auch noch gerne aufklären. Und ich kam nicht aus diesem Teufelskreis heraus. Und dann hatte ich die Idee, nachdem ich 5 Jahre lang das Kauen, dieses normale Kauen trainiert habe und kam nicht weiter. Ich habe immer erst daran gedacht, wenn der Bissen geschluckt war, habe ich gedacht, ich hätte es wieder richtig kauen sollen. Es hat nicht funktioniert. Und ich habe alle Bücher über das Kauen studiert, die es gab in der Geschichte, auch schon vor mir, 100 Jahre vor mir, Fletcher und so weiter, der Amerikaner, diese wunderbaren Bücher. Ich habe die alle studiert und habe immer nach dem Missing Link gesucht. Warum kam das nicht über die Welt rüber, diese so einfache Geschichte, die mit der Natur den Menschen ausgestattet hat, hier. Aber er macht keinen Gebrauch davon. Und das wertvollste Instrument auf dieser Welt muss versagen, wenn man keinen Gebrauch davon macht. Und da habe ich als Schauspieler und als Sänger damals schon gedacht, eine Technik muss her. Eine Technik muss her, dass es unbewusst richtig abläuft. Dass man auch in der Ablenkung das richtig macht. Dass man auch im Stress das richtig macht. Dass man auch beim Dienstessen, auf einer Party, überall auf der Straße, vor dem Fernseher, vor dem Computer oder jetzt hier beim Daddeln auf dem Smartphone, dass man es unbewusst richtig macht. Und das ist das genussvolle Schmauen. Es hat also überhaupt nichts mit dem Kauen zu tun. Das ist gleich mal vorab zur Information. Wenn man diese Technik drauf hat, dann kann man wirklich essen, solange man möchte, so oft, so spät, so süß. Man wird immer schlanker und gesünder und vor allen Dingen, man bleibt es auch. Und darüber machen wir jetzt ein paar Filme. Das ist der erste Film jetzt, der sich schon mal ein bisschen aufklären soll und Geschmack machen soll auf das Schmauen. Und man kann jetzt das auch wissenschaftlich erklären. Ich habe ja auch hier oben sehr viele Wissenschaftler und Ärzte und gebe Ärzteseminare. Und dann kann man jetzt sagen, ja, wie kann man das Schmauen jetzt beschreiben? Ich habe da zum Beispiel, ich schreibe hier unentwegt Artikel, auch in Fachzeitschriften, Schmauen, Heilung durch die neu erweckte Lust des Gaumens, war zum Beispiel in der komplementärwissenschaftlichen Zeitschrift ZKM, da ist es wunderbar aufgeführt. Es gibt, mir fallen unentwegt neue Formulierungen ein. Ich will mal vielleicht die treffendste Formulierung nennen. Die Schlank- und Genussmethode, ich zitiere mich selber, die Schlank- und Genussmethode des Schmauens impliziert eine völlig neue Ess- und Trinktechnik, ein filigranes Zusammenspiel
zwischen der optimalen enzymatischen Nahrungsaufbereitung im Mund und dem genussvollen, Achtung, potenzierten, retronasal assoziierten Schluckakt. Das wäre also jetzt für die Ärzte, für die Wissenschaftler. Und übersetzt, synchronisiert, um es besser zu verstehen, eine andere Formulierung: Schmauen verbindet, also genussvolles, genussreiches oder Achtsamkeit basiertes Schmauen verbindet Gewichtsnormalisierung, Lustgefühle beim Essen und Trinken, Bewegung, Entspannung, Anti-Stress-Methode, Anti-Aging-Medizin, Immunkräfte, die Stärkung der Immunkräfte und Glücksgefühle beim Essen in einer einzigen Aktion. Das ist das Schmauen. Haben Sie verstanden? Also, dann mache ich nochmal was. Diesen Apfel, gepflückt vom Baume der Erkenntnis, mit diesem Apfel kann ich es in einem Satz noch einfacher erklären. Diesen Bio-Apfel vom Bodensee, von meinem lieben Markus aus Markdorf, immer nach München gebracht. Jeden Freitag hole ich mir diese Äpfel, die gibt es auch hier im Schmauen-Seminar. Da kann man es wunderbar begreifen. Es wäre toll, wenn Apple zum Beispiel jetzt diese Geschichte weltweit sponsern würde. Das wäre eine Sensation. Der Apfel ist im Grunde genommen das Symbol für die Methode des Schmauens. Weil er pflückt den Apfel doch auch erst vom Baum, wenn er reif ist. Ne? Und die unreifen Äpfel, die lassen wir im Baum drin hängen, bis sie reif sind. Also nur die reifen Äpfel pflücken wir. Und dieses Auspflücken, diese Methode des Auspflückens, die kann man erlernen. Das ist auch unsere Methode. Also wir schlucken immer erst den reifen Anteil, aber wir dürfen sofort beim Schmauen schlucken und sind dann sofort satt. Schon beim geringsten Bissen ist der Mensch satt. Das belegen jetzt schon 3 wissenschaftliche Studien und über 150 Kommentare in meinem Gästebuch www.schmauen.com. Auch bei Facebook, jetzt in Instagram, kommen unentwegt Briefe rein, die diesen Effekt, Schlank-Genussen-Energie-Effekt bestätigen. Also wir dürfen sofort schlucken. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Also so wäre es jetzt wirklich ganz einfach beschrieben. Und oder wie gesagt, am Anfang schon ganz einfach beschrieben. Sie dürfen essen und trinken, so lang, so oft, so spät, so süß. Sie werden immer schlanker und gesünder. Warum das so ist, da kommen wir jetzt in unseren Filmen, also nicht bloß in diesem, in den neuen Filmen auch noch drauf. Jetzt schaut nur mal, wie ich gerade Wasser trinke. Das war schon die Methode. Ich habe diesen Schluck Wasser, der normalerweise runtergebechert, runtergeschüttet wird, habe ich ganz schnell in 5-6 Anteile zerlegt. Das sieht man von außen nicht. Das ist das Geheimnis des Schmauens. Es geschieht innen, im Innenorgan des Stoffwechsels, im einzigen bewussten Innenorgan des Stoffwechsels, in unserem Mundraum. Und was hier bewusst gesteuert werden kann, regelt die ganze weitere unbewusste Verdauung und auch das Hormonsystem. Und da haben wir 3-4 Studien schon gemacht. Dr. Bieger, auf dem komme ich in einem neuen Film auf YouTube und auf Facebook bei uns auf unserer Seite zu sprechen, hat schon 2006 herausgefunden, dass wenn man genussvoll schmaut, der Blutzuckerspiegel nicht mehr raufschießt und auch Insulin nicht mehr exzessiv ausgeschüttet wird, sondern alles in der Balance bleibt. Auch Säure-Basen-Ausgleich, alles bleibt in der Balance. Auch die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, kriegen ihre Nahrung und können jetzt erst, also jetzt erst, wenn die Nährstoffe auch am Wirkungsort der Zelle angekommen sind, können die Mitochondrien erst was damit anfangen und können die Zellen damit ernähren, die Kraftwerke der Zellen. Alles das ist das Schmauen, nur mal ganz kurz erklärt. Und noch etwas. Immer wieder wird heute noch, obwohl ich jetzt seit 20 Jahren das Buch Kautig gesund schon auf dem Markt ist, und da steht es ja auch schon richtig drin, obwohl der Titel hat Kautig gesund, aber immer dran denken, ist das Kauen hinter dem Kauen, das genussvolle Schmauen. Meinen immer noch viele Menschen, das sei die Methode von der Omi und von der Großomi oder was man schon 100.000 Mal gehört hat, schon vor Hunderten von Jahren. Es ist nie richtig gekaut worden. Also nicht bloß in unserer Lichtgeschwindigkeitsgesellschaft rutscht die Nahrung jetzt im Turbo-Tempo unausgeschmeckt und unvorverdaut runter. Auch früher schon ist nie gekaut worden, aber da hat es nichts ausgemacht. Es ist ein evolutionsbiologischer Reflex, dass man ganz schnell schlingt, weil jetzt vielleicht ein paar Tage oder vielleicht Wochen überhaupt keine Nahrung mehr da ist. Und die Fettspeicher verbrennen sich dann automatisch und liefern dem Menschen Nahrung, auch wenn er nicht isst. Aber heute verbrennen eben die Fettspeicher nicht mehr. Und das Insulin ist zu hoch. Und wenn das Insulin zu hoch ist, kann der Mensch nicht mehr abnehmen. Und deswegen nimmt er laufend zu. Er stopft laufend rein und nicht schmauend, sondern hinunterschlingend.
Und gerade in der heutigen Zeit ist diese Methode von größter Bedeutung, die Technik zu erlernen, dass man endlich befreit ist von diesen Verboten und den Ernährungsempfehlungen. Ich habe jetzt vorhin was sagen wollen, aber das ist schon wieder weiter, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich will vielleicht noch was zu Ernährungsempfehlungen sagen. Seit über 50 Jahren haben die Ernährungsempfehlungen und Verbote und so weiter derartig überhand genommen, derartige Fortschritte gemacht, dass es eben kaum mehr einen gesunden Menschen gibt. Ja, und da ist es der Schmauen, hier greift der Schmauen, man darf wirklich alles essen, es gibt keine Verbote mehr, es heißt, das Gebot heißt, hin zur Lust, weg vom Verbot. Im Übrigen, Verbote ist meine persönliche Meinung, bekämpfen am besten, indem man sie erlaubt. Der Unterschied ist also, dass sie auch schnell fertig sind und trotzdem alles richtig machen. Und der gute Kauer, auch der ganz gute Kauer, hat immer das Problem, dass er nicht fertig wird. Das erlebe ich ja jetzt hier oben schon seit 2008, dass man sagt, ja, die also raufkommen vor dem Seminar, wenn sie dann wieder rausgehen, haben sie das Schmauen drauf. Die sagen, man wird nicht fertig, das Essen wird kalt. Meine Mutter sagt, ja, schmeckt es ja denn nicht. Im Restaurant wird abgeräumt, man verarmt sozial, man kann nicht mehr kommunizieren. Das ist das alte Kauen. Das neue Kauen, das Schmauen, ist eine dynamische Technik. Sie ganz schnell auch fertig sind, aber sie können auch meditieren dabei. Und versinken in diesem wunderbaren Genuss. Also alle Tempi sind erlaubt. Nichts ist verboten. Das immer bitte mitnehmen. Das ist der entscheidende Unterschied. Und wir haben jetzt das Problem weltweit, ich komme schon zum Schluss dieses ersten Videos, wir haben das Problem, dass die Menschen immer dicker werden. Und vor allen Dingen die Kleinen werden immer dicker. Die Dicken werden immer jünger, habe ich hier mal veröffentlicht. Und inzwischen gibt es sogar schon 2-jährige Kinder, die an Altersdiabetes leiden. Altersdiabetes, was bei ungesunden Lebenswandel man vielleicht mit 60 oder mit 70 kriegen, leiden heute schon 2-jährige Kinder. Überall gibt es Studien weltweit. Weltweit ist eine verheerende Übergewichtsepidemie. Auch Diabetes 1 und 2, also 2 vor allen Dingen, ist nicht zu stoppen. 1 hat man ja leider genetisch, aber auch 1, komme ich im nächsten Film darauf zu sprechen, ist über die Methode des Schmauens wunderbar zu behandeln, dass man kaum mehr Insulin zu spritzen braucht. Da haben wir überall Nachweise und Studien. Aber rund um den Globus diskutieren Mediziner und Wissenschaftler über diese Frage mit wachsender Dringlichkeit. Was kann man tun, damit das Übergewicht abnimmt? Und da die Lösung heißt, ist die genussvolle Lösung im Mund, heißt Schmauen. Und da möchte ich jetzt mal ganz kurz noch zitieren, unsere Gesundheitsministerin, fast schon wie die Neujahrsansprache jetzt in Bayern, die Melanie Hummel, die Frau Staatsministerin, ich habe kürzlich einen Termin im Ministerium gehabt, weil man das auch unterstützen möchte und ich habe gesagt, ich möchte helfen. Jetzt nicht zu helfen wäre kriminell bei dieser Übergewichtsepidemie, gerade bei Kindern. Und da habe ich den wunderschönen Satz bei Frau Melanie Hummel, bayerische Staatsministerin, auf der Homepage entdeckt, Achtung, Zitat, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, können sie das Gesicht der ganzen Welt verändern. Dieser Satz hat mich sofort begeistert. Und aber das nächste Zitat noch viel mehr, weil das geht jetzt ganz in das Schmauen hinein. Melanie Hummel hat wörtlich gesagt, Zitat, mein Ziel ist eine Bürgerbewegung, Prävention, bei der alle Menschen mitmachen. Gesundheitsförderung und Prävention müssen die ganze Gesellschaft durchdringen. Dann können wir die Lebensqualität im Freistaat weiter steigern. Frau Hummel, das habe ich damals abgeschrieben. Und da wollte ich sagen, wie wäre es denn mal mit Schmauen? Ich lade Sie ganz herzlich ein, hier in diese wunderschöne Penthouse-Praxis in den Olymp des Schmauens zu kommen. Bringen Sie die ganzen Kolleginnen und Kollegen vom Staatsministerium mit. Ihr kriegt von mir eine Gratis-Ausbildung im Schmauen. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Denn wenn dieser Ort hier, was Sie so schön gesagt haben, dass die ganze Gesellschaft durchdringen werden soll, wenn dieser Ort zu einem neuen Ort wird, wo wir plötzlich wieder fühlen, genießen, schmecken, riechen, dann verändert sich auch die ganze Welt. Und da sind wir auch schon bei diesem hochaktuellen Thema mit dem Klimaschutz. Das Schmauen, man hört es laufen, man kann es ja schon bald, viele Menschen können es nicht mehr hören und man hört immer wieder, ja, Klimaschutz gerne, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Und da ist Schmauen genau die ideale Methode. Sie werden über Schmauen zum Klimaschützer, auch wenn Sie es gar nicht wollen. Und das verrate ich Ihnen dann im nächsten Video. Und so lade ich Sie ein, kommt hier rauf und wir
Essen und trinken so lange, bis die Methode drauf ist. Servus.